Also doch noch mal zurück zur Heimat und Pixel drucken. Wieso willst du Pixel drucken? Weil ich's nötig hab. Weil das kann. Du willst also unser gefarmtes Zeug verkaufen, oder was? Nein. Was dann? Ich will Türen bauen und so. Ach so, das meinst du. Shena, welche Türen waren das, die du in der Kolonie immer hattest? Das sind... Industrial Door, könnte das sein? Ein Moment. Wo habe ich sie denn? In meinem Inventar. Also es sind einmal die Astro Doors. Astro Door, aha. Das andere könnten die Industrial Doors sein. Ich muss mal kurz eine rausnehmen. Ozzel, hast du zufällig Doors? Ja, Industrial. Für mich übrig? Industrial hast du gesagt und ein Dora-Steel-Barren. Ja, ich habe sogar 12. Dankeschön. Bitteschön. Ja, ja, wie sie einfach alle wieder zum guten Onkel Kaulquapp gehen, wenn sie was brauchten. Aber eigentlich finde ich es ja gut, wenn sie sich so sehr auf mich verlassen. Da ist wohl doch etwas Vertrauen da. Oh Gott, aber ich will keine Vaterfigur für Freelance werden. Nein, dafür habe ich doch gar nicht die richtigen Parts. Hm. Ja, das. Hier nochmal hin. Du scheinst dir einiges an Päusen abgefarmt zu haben, kann das sein? Nö, das waren 50 oder so. Wenn man an ihr Gift geht, wird Freelance sauer. Gut, also Päusen hatten wir eh nicht allzu viel. Also mehr war es nicht als... Ich habe sogar noch welches im Inventar gehabt, durch meine Experimente. Ja, deine Experimente. Na, solange nichts ausschlüpft, was irgendwie 3 Köpfe hat oder 503 Zähne. Aber das, was ich bauen wollte, habe ich fertig. Ist doch gut. Wir brauchen bloß noch mehr unterschiedliche Flüssigkeiten, die man mit Wasser mischen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gehört haben will oder nicht. Hilotteblut zum Beispiel. Oh. Oh. Ja, ich weiß, die Idee ist nicht schlecht. Hm. Aber selbst Hilotteblut ist immer noch nicht so teuer wie HP-Druckertinte. Diese Menschen. So. Nein, Franz ist ja lieb. Der macht das nur zum Spaß. Ja, das sagt er dann immer. Ja, das sagt er, weil es die Wahrheit ist. Ich würde doch meinen Kollegen niemals etwas antun. Weil er hofft, dass wir ihm glauben. Er hofft es. Er würde nie jemandem wehtun. Vor allem nicht Jaggy. Ozzel, dreh mal nochmal um. Komm mal zum Teleporter zurück. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ach, schade. Ah, er ist da. Wenn ich den Terror scanne. Was zum... Das ist dein Bruder. Ja, alles klar. Du hast eine komische Familie. Aber alle Hightech, ne? Ja. Mit Scannern und so, ne? Ich habe aber eine Familie, nicht so wie der Fisch. Was? Ich habe sie nur schon länger nicht mehr gesehen. Hey, ein Teil meiner Familie lebt noch. Bestimmt, ganz sicher. Du meinst den Teil, den wir noch nicht gebraten haben. Das solltet ihr euch mal wagen. Unter dem. Dün, 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 dün. Was machst du da? Löcher. Jetzt steht dieser Illottel da im Weg mit seiner blöden, dreigläsrigen Brille. Ja, jetzt weißt du, wie es uns mit anderen Hinottels geht. Irgendwie geht die Treppe hier nicht so auf wie da. Man merkt, ich bin nicht zum Architekten und Baumeister geboren. Ich hätte von unten anfangen sollen. Aber danach ist man immer schlauer. Ich und Bauen, ich sag's ja. Jaggy, jetzt lauf mir nicht mitten in den Materie-Dingsbumser. Dingsbumser? Ja, Dingsbumser. Fängst du jetzt endlich an, die Farm zu bauen? Nein. Warum nicht? Kein Geld. Das heißt, für gute Freunde würde ich das natürlich kostenlos machen, aber ja, manchmal habe ich Zweifel. Jetzt steht hier ein Geschütz rum, hm? Ja, du kannst es ja abbauen und dann wieder neu aufbauen. Geht das? Geht's da nicht kaputt? Doch, es geht kaputt. Hey, Shena, es geht kaputt. Das ist nicht gut. Ja. Hoffentlich wird mir jetzt kein Brudermord vorgeworfen. Und die sind so teuer zu bauen. Also, es ist wohl doch nicht so, dass man oben bei Freelance ein paar Münzen einschmeißt und unten kommt ein Babygeschütz raus. Und das muss dann erst in den Brutkasten.
Aber sie brauchen einen Bewegungssensor und der braucht RAM-Riegel, wenn ich mich recht entsinne. Ach, RAM-Riegel, die müssten wir doch schnell beisammen haben. RAM-Riegel, das sind hier oben drin. Hier oben hat Uga sich etwa wieder was durch die Nase geschoben? Ach! Ja, jetzt weiß ich, wie sich Shena fühlt. Er baut und dabei kann man nicht so gut labern. Na, endlich. Außer man schaltet irgendwie ein bisschen auf Durchzug. Okay. Okay. Hier nach oben bei der Tür. Und dann hier die Decke, wenn ich nicht falsch liege. Ja, ich glaube, das kommt hin. Das Problem ist, jetzt sind mir die dunklen Steine ausgegangen. Herr Rumpf. Ja, du kannst ja unten im Erdgeschoss oder fast Erdgeschoss neue herstellen. Ja. Im fast Erdgeschoss, ah ja. So, brauchen wir noch meinem Mech mal ein neues Horn ein? Ich mag nicht immer, dass mich das anhuben. Mit Horn meint er übrigens Hupe. Er hat das Wort vergessen. Gott, wie hießen die? Wie hießen diese Heavy Stone Bricks waren das, gell? Ja. Dann brauche ich Kobelstone. Hm? Wo ist denn hier da? Wo ist denn hier da? Da ist dort. Da drüben, bei jenem Ort um die Ecke. Booster. Wo waren jetzt die Beam Drill? Nee. Beam Sniper Mech Arm. Oh, der hat Stufe 4. Krass. Uga rüstet auf und ich flieg wieder in der Schrottschärfel rum. Krass, sagt er. Der ist halt ein krasser Typ. Ein krasser Typ. Der ist so krass, der ist schon ganz grün geworden. Ich habe das Gefühl, wir müssen nur aus die Farben gehen. In absehbarer Zeit. Das kann sein. In absehbarer Zeit, die jetzt schon sein könnte, oder wie? Ja, aber ich find's gut. Mein Netbook funktioniert. Ich kann den Chat lesen. Juhu. Dann wird das jetzt fest hier installiert. Ja. Sei aber vorsichtig mit dem Hammer, wenn du den Nagel reinschlägst. Nicht das Display treffen. Er ist lustig, hä? Ja, im Gegensatz zu Franz habe ich meine Momente. Verlieben ist vielleicht aufregend, aber unmoralisch. So. Und Franz hat Monumente, weil er immer alles größer baut. Was zu beweisen war, ich weiß. Auf den Stall zurück. Jetzt habe ich wieder vergessen, die Blöcke zu bauen. Oh Gott, hier wird man ja wahnsinnig. Wenn man es noch nicht war, ne? Noch ein bisschen wahnsinniger. Blop, 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 blop. Eine Stunde später sind die Blöcke fertig. Blop, 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 blop. Ich spinne. Blop, blop. Ja, zum Glück haben wir das nicht auf Video. Ich hab's sogar auf Tonspur. Was piepst hier? Nicht, dass Freelance wieder ein Mörderbot auf mich angesetzt hat. Was soll denn hier piepsen? Ich glaube, du hörst auch schon wieder Gespenst. Gespenster, die hört man nur, wenn sie mit Ketten rasseln. Und das geht nur in alten Burgen, wo auch wirklich Ketten vor Ort sind. Ach ja. Ach ja, ja, ja. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal auf den Feuerplaneten. Und gucken mal, ob ich vielleicht so Tierknochen finde. Aha, er will wieder was ausgraben. Ja. Bin ich hier denn im Fiery Star noch? Ja. Ich hoffe, die Höhe kommt wirklich hin, aber ich glaube, es stimmt. Gleich kommt Shena angerannt. Ja, du kannst doch zählen. Manchmal zumindest, wenigstens ein bisschen. Ja. Ja, ich weiß, es ist bloß hin und wieder, aber... In lichten Momenten. Ja. Wir wissen, das passiert nicht allzu häufig. Ich meine, 1, 2, 3, 4 und dann die Decke. 1, 2, 3, 4 und dann die Decke, ja. Also wenn das vorige Geschoss nicht falsch gebaut war, ist es das hier jetzt auch nicht. Aber wir wissen ja, zum Baumeister bin ich nicht geboren. Dazu stehe ich. Ich glaube, Tiger will nicht, dass es hier reinschneit. Dann mache ich mal besser eine Decke. Zum Affenstall, aber jetzt weiß ich doch. Jetzt weiß ich.
Wenigstens haben wir nur einen Affenstall und keinen Saustall. Ja, der Witz ist mir selbst eingefallen. Ich bin stolz auf mich. Also, Yua ist hot and bothered, okay? Was auch immer das jetzt heißen mag. Möbel richtig platzieren ist auch eine schwerste Aufgabe, damit irgendwie das Feng Shui hier richtig ist und der ganze, ach, der ganze Schnee hier muss mal weg. Was? Wir haben kein Licht wo? Kein Licht Augment PE für die EPP. Achso. Wenn er Glück hat, gebiert ihm Freelance vielleicht ein Licht. Tja, man fragt sich warum auch. Okay, hier gibt es, du hast hier und leuchtenden Regen. Okay. Ja. Leuchtender Regen ist bestimmt sehr gesund. Also zumindest stand da Luminous Rain. Das übersetze ich mit leuchtenden Regen. Ja. Bin ich noch immer nicht im Orbit? Das ist die Mechanik hassig. Und ich probiere einfach mal aus, welche Miete darauf steht. Ja, ich war nicht im Orbit. Die Schwerter an der Wand könnten Klitsch begeistern. Das Poster allerdings, Hilottl, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich ja doch was ganz anderes. Ich habe hier nicht so viel Auswahl dabei im Moment. Ach, ich wollte doch gar nicht mit dem Mech. Ja, am Ende denken die Leute noch, der Mech ist schwanger mit ihr, ne? Ihr versteht schon, Klitschhumor und so. Ah. Hä? Ich hab das Geschütz wohl doch rausgekriegt. Ich meine, da steht was von Weiher, aber es sieht aus, als könnte ich da zwei Geschütze platzieren. Ich hab dir zwei hingeschmissen zwischendurch. Ach so! Das erklärt einiges. Aber ob sich ein Rudel blutrünstiger Weltraumpiraten jetzt von zwei Geschützen abhalten lässt, hier diese Kolonie zu plündern? Wir sollten mindestens noch 8 mittelschwere Harpunenwerfer aufstellen, am besten auf dem größten Hügel hier in der Nähe. Oh, Augenbäume. Es könnte sein, dass sie Florana trifft. Fühlst du dich wahrscheinlich beobachtet, oder? Ein bisschen. Ja, solange es nur die Bäume sind, die können sich nämlich nicht sonderlich schnell bewegen. Florana hingegen schon. Alter, zu Kruzifix! Hat versucht, jemand auf Bayerisch zu fluchen und hat es nicht geschafft. Ja, genau. Na gut, der Hilottl mag den Klitsch, okay? Was hast du anderes erwartet? Einfach das Ohr, das für die unverschämten Äußerungen zuständig ist, verschließen. Ach, ja, alles klar. Natürlich will der. Das ist Boden aus Augen? Das ist bestimmt angenehm zwischen den Zähnen. Hattest du das noch nicht? Jetzt habe ich einen Haufen Augen. Ja, damit kannst du doch bestimmt was anfangen. Weil wie war das? 3 Augen sehen mehr als 2 und so. Ich meine, ich habe wörtlich ein Pile of Eyes. Ja, natürlich. Wohl bekommst, sag ich da nur, ne? Lass dir schmecken. Ist so ähnlich wie an der Billardkugel zu lutschen, bloß schlimmer. Warum verfolgt mich der Hilottl-Kumpel? Oh, weil ich Hunger habe. Da wollte er mir bestimmt seine Reisbällchen anbieten. Aber Reisbällchen mit fremder Sojasauce, nein. Nein, die führe ich mir nicht zu den Kiemen. So. Sitz unter, die können durch Wände fliegen. Du auch, wenn man dich mit genug Nachdruck wirft. Diese Geister oder, ich glaube auch diese komischen Fledermäuse, ne? Ja, ich meinte diese komischen Eisgeister. Wo ist diese Freelance jetzt schon wieder hin? Du hast die suchen. Na wusch, wusch. Ich sehe Shaggy. Da, ich bring dir doch nur dein Zeug. Was macht ihr denn da schon wieder? Ja, er lasert mich ab, bloß weil ich ihm Essen bringe. Ihr ist. Rohe Zutaten hat er mir gebracht. Seine Zuneigung. Er hat mir rohe Zutaten gebracht, von wegen Essen. Ja, du hast gesagt, du wolltest die haben. Und die hatte ich seit vorhin für dich jetzt im Gepäck.
Ja, also streng genommen will die ja jemand anders haben. Okay. Du machst also seine Quest für China, oder wie? Ja, quasi schon. Schon zum zweiten Mal heute. Also wenn es ums Essen geht. Und wetten, alle anderen Quests lehnt sie ab, ne? Weil die kann ich dann für sie machen. Ja, ja. Hey Mott, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe mal bis zum nächsten Mal, ne? Ich fühle mich in diesem Biom sehr beobachtet. Das ist... Dankeschön, Behemoth, fürs Dabeisein. Und bring das nächste Mal für den Schäner eine Säge mit. Ach, eine Augentruhe. Ob man bei einer Augentruhe mit dem Finger ins Auge poken muss, damit sie aufgeht? Ich bin ja auch einer der Schlauesten, oder? Ja. Ja, ich weiß, darum habe ich es ja gesagt. Konntest du schon Oculemon züchten? Nein, die suche ich verzweifelt nach wie vor. Seit 30. Ich habe einen Samen gefunden. Ach nee, oder? Bring mit auf jeden Fall. Was? Wo? In dem Augenbiom, in dem ich bin, wo ich mich so beobachtet fühle. Ja, ich glaube, das war die gute Tat des Tages von Freelance. Da bin ich aber froh, da kann ich endlich meinen Garten wieder schön aufräumen. 1 von 17. Früher schon mal auf Suche gehen soll, wenn ich sowas Einfaches finde. Ja, das hättest du tun können. Das hätte mir viel Mühe erspart. Aber es ist gut, dass du es auch jetzt gefunden hast. Aber es ist halt so, wenn man den ersten unter den Looter Kings nie mitnimmt. Ja, ja. Ja, ja. Wenn er nie freiwillig mitkommt. Ich bin halt mit wichtigen Sachen beschäftigt. Ja, das sagst du jetzt. Gute Nacht, Belly. Danke fürs Dabeisein. Also, du kannst mit den Ohrwürmern anfangen. Yay! Das Blöde ist, heute habe ich irgendwie gar keine im Ohr. Oder in der Schnute. Und Belly guckt sich anschließend die Videos trotzdem an. Ich weiß. Deswegen kriege ich nachträglich da darüber noch ein paar Wortchen. Sag das bitte nochmal, Shena. Zurecht bekommst du die Watschen. Dankeschön. Ich habe gerade geschnitten, wie man sich vielleicht denkt. Was hast du geschafft? Das Ding freizulegen. Tada. Ich dachte, du hast das Koch-Achievement vor dem Fisch. Mal gucken, was das ist. Avian Skull. Dance Top. Oh. Du wolltest auch eine Dirt Urchin Seed haben? Ja, können wir auch noch ein paar gebrauchen. Ach so, ein paar. Du hast also schon welche. Ja. So 4 Stück oder so habe ich, glaube ich, schon gefunden. Hey, das wird hier voll der Dancefloor. Wo ist mein Oberteil hin? Das wollten wir jetzt gar nicht wissen. Das kommt halt davon, wenn man sich immer so nackig macht und so, ne? Da unten ist es runtergefallen. Ja, natürlich. Es ist runtergefallen. Zufällig. Ja, natürlich. Mhm. Es hat sich einfach von meinem Körper gelöst. Weil der so voll glatt, ja. So, dann mache ich jetzt noch mal ganz kurz eine Pause. Bin gleich wieder da, ne? Okay. Schöne Pause. Wir machen Bonusmaterial. Ja, wie immer. Mhm. Was machen wir denn da jetzt Schönes? Ich will kein Swamp gucken. Wir zeigen live, wie man einen Fisch kocht. Wunderschön. Pass auf, dass du dir am Schuppenkleid nicht den Finger abtrennst. Ja, diese ganzen Betten, da braucht man ja alles Material für. Ich bin das nicht mehr gewohnt, dieses ganze Bauen. Wetten, und dann klappt's ja doch nicht, weil ihm die Wohnung dann am Ende wieder nicht menschlich genug ist. Das wäre so typisch. Ja, bauen wir mal eine Techno-Sache auf. Techno. Und dann lässt Uga wieder den ganzen Tag Huis Gudrun laufen. Ja, ja, die Scheiße kenne ich. Ja, wir haben einen Wohnungsrequest. Wo ist er denn? Nicht die Space Station. Ja. Tin wants new friend. Nee, Tlin wants new friend. 3 pieces of technology. Mhm. 3 pieces of technology, was auch immer das sein soll. Fernseher, Toaster. Wasserkocher, Kaffeemaschine.
Toilettenentmiefabrichtung, ja, darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, das Treppenhaus braucht noch mehr Licht, ja. Irgendwas. Und da fällt ihm auf, er hat gar keine Kolonidit. Ich hab 9. Oh, sehr gut, aber du bist nicht da. Naja, Hauptsache es ist eingerichtet. Und wegen dem neuen Mieter auf der rechten Seite, da werden sich die ganzen anderen beschweren, weil da den ganzen Tag Techno-Partys laufen, ja? Mit DJ Uga, dem Flofe, dem sauberen Affen. Und ich hoffe, ihr habt gleich noch ein paar mehr Quests für mich. Weil das kann ja so nicht weitergehen. Two-Stop-Teleshop, so. Ach, da hatte ich auch noch Schrott für zum Verkauf nach. Am besten, ja. Am besten, ja. Am besten, ich gehe erst nochmal auf mein Schiff, nehme alles mit, was weg muss. Ich versuche mir eine Mindmap zu erstellen, also so wirklich im Mind, ne? Nee, kein Wunder, dass du dich ständig verläufst. Ja, das ist das Problem an der Sache. Wenn man zu viele Querverbindungen hat, weißt du, das ist auf Festplatten schon nicht gut gewesen. So, Herr Frosch, dann gib mal her den Rotz. Was hat er denn heute wieder? Er hat wieder Pastellsachen. Nein, danke. Ich dachte, das ist seine Lieblingsfarbe. Weder Farbe noch Einrichtung. Hm, mit den Schrottwaffen immerhin 5000 Pixel gemacht. So Schrott sind die also gar nicht. Ja, für sich gesehen schon, aber in der Menge bringen sie halt Geld. So, und wenn das dem jetzt nicht reicht, dafür, dass da ein Mensch erscheint, also dann krieg ich das große Kotzen. Ich üb schon mal. Wie bitte? Ich habe schon mal das große Kotzen geübt. Da ist ein Mensch erschienen. Tarnt sich als Affe. Es ist kein Mensch geworden, aber die Belohnung zählt trotzdem, oder wie? Seltsamer. Das ist eine Hilottel, die jetzt ihren Booty shaket. Und ihre. Ober. Warum? Obwohl. Warum nicht? Ich glaube, das ist doch ein Mensch, aber die trägt Hilottel-Rüstung. Warum? Ich meine, warum nicht? Also, eine Mission ist erfüllt. Habe ich einen Reward back gekriegt? Habe ich sogar, ja. Und was macht ihr da? Oh. Oh. Oh, das gehört auf den Tisch. Egal, jetzt steht's darum. Shena kann das bestimmt bewegen. So, jetzt brauche ich Quests. Was? Uiuiui. Ein Beaksied, ein Weed, ein Sugarcane, ja. Und der Shena gibt wahrscheinlich genau diese Mission gerade ab, ne? Ja. Bleib mal hier, bleib mal hier. Achso, dann kannst du mir gleich geben, was der will, oder was? Ganz genau. Ah, super, wir arbeiten effektiv. Weil man soll die Sachen ja sammeln, damit man dann das entsprechende Zeug herstellen kann. Da fühlt sich der Franz wieder richtig toll. Das ist jetzt aber mehr, als du versprochen hast. Kommt noch was oder war's das? Du kriegst 3 Augen, wenn du isst. Warum? Was zum Geier macht ihr da? Wir gucken uns gegenseitig an. Ich muss da mal weiter. Hey! Schießt er hier wieder mit Minen rum? Ja, ich habe eben gerade festgestellt, die sind sehr effektiv. Eigentlich wollte ich eher so ein bisschen Baumaterialien ablegen. Was ist das? Mysterious Alien Skull, alles klar. Uff, also das ist zeitintensiv, sein Schiff aufzurüsten. Was? Sein Schiff aufzurüsten, das ist etwas zeitintensiv.
So, was will ich denn anpflanzen? Ich will die Oculemmen, auf alle Fälle die Oculemmen. Und dann hätte ich Vorstellung fertig. Aber denk dran, die andere Variante ist, ja, ich weiß. Pixelfarmen. Was? Na, Pixelfarmen, das ist ja leicht, die kriegst du ja nachgeschmissen. Ja, das stimmt. Also früher oder später ist da einfach zu viel. Ja, noch zwei. Wiegseeds brauche ich nicht, aber die Dioden, die kann man immer noch anbauen. Ja. So, Sugar, Beakseed und Weizen. Franz, früher sprach ich mir das Weizen aus, wegen dem Zen. Wie schön, dass er mir da Pfeile drüber macht. Ich hätte jetzt fast vergessen, dass ich Weizen aufsammeln wollte. Ach ja. Na, besser so, als wenn du es vergisst. Ja. Diese runde Starbound, die ist mal wieder ruhiger als gedacht, ne? Solarium-Ohr. Einigermaßen leer. Ich denke, so kann ich wieder aufbrechen. Hat brechen gesagt. Ein Reh bricht aus dem Wald. Da rutscht ja der Förster drauf aus. Auf die Worte setze ich mal einen Schnitt. Hallo Leute, grüßt's euch und hier sind wir mal wieder, ne? Ja, also diese Folge für den Franz war's ein großer Erfolg. Ich spreche wieder mit Akzent, weil ich das kann. Och, das, da kommt jetzt ein bisschen der Schweizer in mir hoch, der da eigentlich gar nicht drin ist, ne? Naja, ich kenne ein paar Schweizer, ja, ich habe auch mit ein paar Schweizern schon mal gesprochen. Aber das heißt nicht, dass ich Schweizerdeutsch beherrsche. So, wo war ich stehen geblieben? Also diese Folge für Franz ein großer Erfolg. Er hat endlich den Oculemon-Samen gekriegt und das sogar durch die Hand von Freelance. Das ist doch außergewöhnlich, ne? Und dann wird er bald in Zukunft endlich welche der fehlenden wenigen Mahlzeiten noch kochen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das was ist, auf das man sich freuen kann, aber ja doch, ich freue mich ein bisschen drauf, ne? Weil das ist doch schon eine Errungenschaft, ne? Wirklich alles in dem Spiel durchgekocht zu haben. Also vielleicht ist das nächste Mal schon der Fall, dass wir da weiterkochen, ne? Vielleicht seid ihr ja wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Bis dann.